الخوض في الباطل. الخوض في الباطل, das heißt, sich über den Batil zu unterhalten. Am Anfang haben wir gehabt Belanglosigkeiten. Belanglosigkeiten muss nicht immer Verbotenes sein. Sahih? Jetzt geht es um den Al-Batil. Al-Batil, über Unrechtmäßiges zu sprechen. Nicht darüber sprechen im Sinne, dass man das kritisiert, dass man dagegen spricht, sondern dass man darüber spricht im Sinne, dass man davon, wie soll ich sagen, dass man davon beeindruckt ist, dass man das schön redet, ja, wie wenn man sich über Sitzungen des Khamr unterhält oder derartiges über die Fussaq und was sie tun und dass man Gleiches ebenfalls gerne getan hätte, wenn man die Möglichkeiten hätte. Das nennt man Al-Khawdu fil-Batil. Und in einem Hadith, der im Sahih überliefert wird, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إنما الدنيا لأربعة نفر. Die Dunya ist nur für vier Menschen. Die Dunya ist für vier Menschen. Abdun atahu Allahu malan wa ilma. Oder razaqahu Allahu malan wa ilman. Das ist die erste und die allerhöchste Form dieser vier genannten Personen. Ein Diener, dem Allah Ta'ala Vermögen und Wissen beschert hat. Er fürchtet darin Allah Ta'ala, also in seinem Wissen und in seinem Vermögen, das Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Er geht damit gottesfürchtig um. Und er pflegt damit seine Familienbande zu pflegen. Also mit seinem Wissen und mit seinem Geld. ويعلم لله فيه حقا. Man erkennt die Rechte Allah Ta'alas darin. Also leugnet sie nicht. Das ist die erste. فهو بأعلى المنازل. Dieser befindet sich auf den allerhöchsten Rängen. Der zweite, عبد, ein Diener, آتاه الله علما ولم يؤته مالا. Oder رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. كما قال. Ihm ein Diener, den Allah Ta'ala das Wissen beschert hat, aber kein Vermögen. Und er sagt, würde mir Allah Ta'ala Vermögen geben, würde ich darin handeln wie Fulan und Fulan, der Erste. فَهُوَ بِنِيَتِهِ وَهُمَا بِفِي الْأَجْرِ سَوَى. Er wird belohnt entsprechend seiner Niyya und sie sind in ihrem Ajr, in ihrer Entlohnung gleich. Sie sind gleich darin. Ich stelle dir aber eine Frage. Was heißt gleich? Heißt es, dass sie in dem Lohn der Absicht gleich sind oder in der tatsächlichen Umsetzung gleich sind? Ja, die tatsächliche Umsetzung hat ja nur von einer Seite stattgefunden. Die Niyya hat auf beiden Seiten existiert. Und wir wissen ja, dass die, oder kommen wir zu der Antwort, die Antwort ist, sie sind nur in der Niyya gleich. Nicht in dem Lohn der Umsetzung. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dem bekannten Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhu, إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٍ كَامِلَةٍ. Wenn der Diener eine fromme Tat beabsichtigt und sie dann aber nicht ausführt, aus welchem Grund auch immer, er hat sie beabsichtigt, also er hat eine Entschlossenheit, das zu tun, hat es aber dann nicht getan, dem wird diese als eine Hasana aufgeschrieben, ohne Vervielfachung, ohne die Vervielfachung, nur eine Hasana. Wenn er sie aber umsetzt, كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة. Wenn er sie beabsichtigt und ausführt, wird sie ihm in 10 Hasanat bis 700 und bis noch viel mehr aufgeschrieben. Das heißt, die Person, die hier nur die Absicht hatte, ist in dem reellen Lohn der Umsetzung nicht gleichzusetzen mit dem, der das wirklich getan hat. Das ist, wie Allah Ta'ala sagt, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Das ist die Gunst und Gnade Allahs. Er gibt sie,
wie man möchte. Daher, das ist keine Form des Unrechts. Man sagt, warum wurde er bevorzugt? Er hatte die Möglichkeiten, das Geld auszugeben und hat es getan und hat höhere Ränge erwirtschaftet als jemand, der gar nichts hatte. Der konnte ja nicht mehr tun. Warum kriegt er nicht den gleichen Lohn? Das ist wie einer der Salaf sagte, als er von den Mu'tazila gefragt worden ist, von einem Qadari. Qadari ist eine ketzerische Gruppe, die der Auffassung sind, dass der Diener seine Taten selbst erschafft. Und dass es der Qadar nicht in dem Sinne existiert, dass Allah Ta'ala die Dinge bereits vorgeschrieben hätte. Was natürlich auch die Ahle Sunna nicht sagen, ne, dass der Mensch zu seinen Taten gezwungen wird. Wie jemand, dem man die Hände festbindet, hinter seinen Rücken und ihn auf die Brücke stellt und dann von hinten anstupst und zu ihm sagt, du darfst nicht ins Wasser fallen. Das wäre da genau dasselbe. Das ist nicht die Auffassung der Ahle Sunna wal Jama'a. Aber auf jeden Fall, er sagte, jemand fragte von den Qadariyah, jemanden der Ahle Sunna, was denkst du darüber, wenn er mir die Rechtleitung enthält? Also Allah Ta'ala. Wenn er mir die Rechtleitung enthält, also nach eurem Glauben, sagt er so, und mich dann dafür bestraft, ist das Unrecht oder nicht? Dann sagte der Mann, wenn die Rechtleitung etwas ist, was dir zusteht und dir gehört, und er es dir dann enthält, dann ist es Unrecht. Wenn es aber etwas ist, was ihm gehört und was ihm zusteht, dann ist es kein Unrecht. Und deswegen die Akhide der Ahl Sunna ist, dass Allah Ta'ala Recht leitet, wen er möchte. Und das ist seine Gunst und Gnade. Und dass er irre leitet, wen er möchte, entsprechend seiner Gerechtigkeit. Wenn jemand irre leitet, dann war es gerecht. Und wenn er jemanden recht leitet, dann ist es seine Gunst und Gnade. So, das ist also der Al-Khawlu fil Batil, das sich unterhalten über den Batil, über Unrechtmäßiges.